gestellt, Herr Claudinwitz, Anhänger. Und der macht jetzt hier gleich seinen sogenannten Begrüßungsoffen. Ne? Und was wird er tun? Dreimal dürft ihr raten, er labert und labert und labert und labert. Lassen Sie uns schlurz und gründig zu lachen. Er labert eben. Wir wissen alle, worum es geht. Die Lage ist ernst und bedarf einer kurz- bis mittelfristigen Brisanzplanung, die dem Gesetzgeber noch vor Ablauf dieser Jokulaturperiode in 5 Jahren in die Lage versetzt, konkrete Spaßnahmen erschleichen zu können. Um es mit einem Wort Friedrich Spinners zu sagen, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spinnt, und er spinnt nur da ganz, wo er Mensch ist. Meine Damen und Herren, er Mensch nicht mehr. Das heißt, er spinnt nicht mehr. Zumindest spinnt der junge Mensch nicht mehr. Wie Sie wissen, hat die Paketkommission unseres Ministeriums in Zusammenarbeit mit der Stiftung der Deutschen Schelmforschung ein Gericht vorgesägt mit dem Titel Jugend 83. Und ich muss sagen, die Humorlosigkeit ist besäufniserregend. Besonders in den Schulen, in denen es in den letzten Jahren dank einer beherzten Initiative des Kultus Philisters zu einer Interfraktion des heimlichen Lehrplans ins offizielle Ridiculum kommen ist, hat eine... Also ich finde das echt nicht witzig. Ist doch die totale Verlade, die hier abläuft. Der Typ hat doch einen Helm auf, oder? Ich weiß doch, was bei den Kids heutzutage abläuft. Nicht? Ordnung und Disziplin. Die wollen ja eines Tages leistungsmäßig auch echt was bringen. Die sind ja mit ihrem Konkurrenzdenken spaßvogelmäßig auch total ausgelastet. So eine Veranstaltung ist doch total out. Ich verstehe überhaupt nicht, wie so ein Bildungspolitiker auf so einen Horror kommen kann. Ich meine, ob der hier diese Wichse eröffnet oder in Chicago fällt ein Besen um, ist doch wirklich wurscht. Wo aber sind Sie hin? Dies vielleicht die erste Frage an Sie als Experten für hysterische Streichforschung, Herr Professor Puppenstreicher. Herr Professor. Wer leimt wen? Dieser Frage habe ich meine ganze wissenschaftliche Karriere gewidmet. Die Antwort darauf ist entscheidend, ob ein Streich gelungen ist oder nicht. Wen leimt der Streichspieler? Den, dem der Streich gespielt wird? Oder sich selbst? Oder beide? Ich hoffe, Sie können mich folgen. Und da liegt heutzutage das Problem. Alles Plastik und Chemie, Bürokratie und Verwaltung zentralisiert und Daten geschützt, ohne Risiken und Vitalität. Kurz, das natürliche Gleichgewicht ist zerstört, meine Damen, meine Herren. Entweder der Leim ist zu stark oder er ist zu schwach. Dazu habe ich einige historische Beispiele. Ich habe dazu einige historische Filme mitgebracht. Oh, Film! Hier ist der Film. Thank you.
haben es ja gesehen, es ist ja unerhört witzig, diese Streiche, diese historischen Streiche, also der Streich mit dem Schwein, da bekommt jeder seinen Teil, nicht wahr? Ja, das ist ja ein schwaches Bild, was der Puppenstreicher da bietet. Ich meine, so einen abgehobenen Wahnsinn, das wird er mir heutzutage nicht mal mehr an der Gesamtschule vermittelt. Frag mich auch, welcher Jugendliche hat denn für so einen abgehobenen Wahnsinn überhaupt noch Zeit? Ich meine, wir müssen doch alle irgendwie sparen und das sind doch nur vergeudete Energien. Könnte man doch wirklich einsparen, irgendwie. Und sei es auch nur diese abgefuckte Laberei, nicht wahr? Das ist doch wirklich primitiv. Eine Sauerei, würde ich sagen. Ganz reaktionärer Infantilismus ist das. Also, Frau Kollegin, man erwartet Lösungen von uns. Gerade von Ihnen hätte ich einen etwas konstruktiveren Freitag erwartet. Es handelt sich hier doch offensichtlich um eine fabrikneuen Reißnagel. Insofern ist es ja hygienisch einwandfrei. Und insofern könnte man sagen, dass doch dieser Streich trotz allem mit Maß und Ziel. Warum reklamieren Sie denn das Streichspiel? Ich gratuliere zu diesem wundervollen, exzellenten Streich. Bitte nehmen Sie doch mal. Lassen Sie uns doch. Herr Gustav Moritz Unfug. Aber bitte, das sind die ganzen. Nachdem Ihnen die Kollegin so hart zugesetzt hat, haben Sie jetzt ein Anrecht darauf zu sprechen. Wir sind gespannt darauf zu hören, was uns der Praktiker zur Situation des Streiches im Lande zu sagen hat. Herr Unfug. Also mir ist das alles ein bisschen zu viel Kopfwichserei, ja. Wie bitte? Theorie. Also. Also, wenn wir schon wissenschaftlich abdröhnen wollen, ja. Ja, Kollege, wir sind alle Wissenschaftler. Ja. Dann sollten wir uns wenigstens die Struktur reinziehen, die Form von früher, ja. Ich meine, auch wenn die inhaltlich nicht mehr so ganz hinhaut. Also, als Mathematiklehrer würde ich sagen, klassischer Dreisatz. Vorbereitung, Durchführung, Effekt. Ja? Ich erkläre das noch mal genauer. Also hier haben wir die Vorbereitung, den sogenannten Hitchcock-Effekt, ja? Suspense. Hier die Durchführung, das Opfer tritt voll rein. Ja? Und hier den Effekt, ja? Sieht man, roter Kopf, ja? Nasse Klamotten. Und ich meine, diese Struktur, die gilt heute noch genauso wie früher. Ja? Also worauf es mir ankommt und warum ich hier überhaupt noch sitze, ist, dass ich finde, dass die Streiche, also sag mal, die Gags, ja? Die Jokes, mit viel mehr Kreativität, mit viel mehr Aktivität abgehen sollen, ja? Also, ich meine, in der Action liegt die Satisfaction. Aber Herr Kollege, das sind doch nur modernistische Schlagwörter. Sind doch Stacheldrahtwitze. Ruhe, meine Herren, Ruhe! Wir sind doch alle ernsthafte Wissenschaftler, sitzen doch alle in einem Boot, sägen alle an einem Stuhl, Herr Kollege. Es ist doch völlig egal. Es ist doch völlig egal, ob ein Streich modern oder altmodisch ist. Wichtig, grundsätzlich wichtig ist doch das rechte Maß und Ziel. Das habe ich doch gesagt. Wer leimt wen? Ich weiß nicht, meine Herrschaften, ob Sie wissen, dass ich seit Jahren mich der Herstellung von Broschüren widme. Ist doch keiner. Und ist hier bekannt, möchte ich Ihnen heute mein liebstes Kind vorstellen. Oh, interessant. Ratgeber zum Streichespielen mit Maß und Ziel. 100 Anleitungen für den ausgewogenen Streich. Eine Broschüre, Herr Dr. Claudienwitz, die ich gerne mit finanzieller Unterstützung der Bundesregierung unentgeltlich an alle deutschen Schulen verteilen möchte. Man kann dann natürlich auch den Bundesadler etwas gewaltiger und die Flagge sehr etwas schön größer zeigen. Ja. Und hier, Herr Kollege, sehen Sie mal. Ein von Ihnen dargestellter Streich. Hier zeigt er sich nur mit völlig anderer Einstellung. Falsch, falsch, richtig. Zu wenig Wasser, zu viel Wasser, das rechte Maß und Ziel. Und hier, meine Herrschaften, ein heute noch bei der ganzen Jugend sehr beliebter Streich. Das Kackpaket. Es klingelt am Abend. Herr Müller tritt vor die Tür. Er sieht ein Feuer brennen. Was soll er mit diesem Feuer machen? Er muss es löschen. Ist es hingegen so klein, dass man es nur durch eine Lupe sehen kann, kann er es mit einem leichten Spucker löschen. Ist es so groß, dass man die Feuerwehr rufen muss, werden dadurch die öffentlichen Mittel belastet. Hat es aber das rechte Maß und Ziel, muss er es austreten. Und was kommt dabei heraus? Kacke! Herr
Dr. Claudius. Ja, das habe ich ja eingangs schon gesagt, dass diese Frau Hannebüchen in dieser Nummer noch mit am fortschrittlichsten ist. Eins ist ja völlig klar, dass bei der Konzentration aller Kräfte, die jetzt auch zukunftsmäßig angesagt ist, eine würzige Ausgewogenheit hergestellt werden muss zwischen Leistung einerseits und Freude an der Leistung andererseits. Und das erreicht man natürlich nicht, wenn man sich humormäßig ausklingt, anstatt sich lernmäßig einzubringen. Und wer das nicht blickt, der kann auch nicht an einem Strick ziehen und gemeinsam den Gürtel enger schnallen. Jedenfalls, wenn irgendwelche Randgruppen durch Streiche nicht absolut motiviert werden, eine positive Action zu bringen und sich total ranzuschaffen, dann geht es auch aufschwungmäßig ganz schnell wieder abwärts. Siehe auch die vergammelten Werke von Mekarenko und Spinowski. Zu meiner weitergehenden Differenzierung von A, dem kontaktherstellenden Streich, B, dem sanft oder krass erzieherischen Streich und C, dem kritisch-systemkritischen Streich. Nun folgende Beispiele. Film ab! Mit der ridikularen Verantwortung versicherungstechnische Aspekte berücksichtigen. Wie leise, Herr Kollege, könnte sich einer der jungen Leute verletzen? Ach, was ist denn das Entzückendes, was Sie da in der Hand halten? Das ist ja ganz reizend. Das ist ja ganz reizend. Das ist ja süß, was ist denn das Papier? Und rot gefärbt. Ja, schauen Sie doch mal, Herr Kollege. Auf diesem Foto sehen Sie, wie von den Schülern einer Klasse der Kleinwagen Ihres Lehrers eingepackt wurde. Im Lehrerzimmer wurde dieser Lehrer von seinen Kollegen beglückwünscht, ohne dass er wusste, worum es überhaupt ging. Erst als er zurückkam auf den Klassenhof, wusste er, worum es überhaupt ging. Ach, ist das reizend! Überhaupt noch einmal auf die soziale Bedeutung des kontaktherstellenden Streichs zu kommen, was Sie im nächsten Beispiel noch viel deutlicher sehen können. Bitte? Sie sehen hier die Bussituation. Jeder sitzt nebeneinander, bleibt bei sich. Doch dann passiert etwas. Dies ist die Gelegenheit, um Interaktionsmuster aufzubrechen. Die Jugend kommt in Kontakt mit dem Alter. Die verschiedensten Menschen werden so einander näher gebracht. Gewissermaßen in scherzhafter Weise miteinander verbunden. Hey, was hallo! Was tummeln Sie mich doch nicht dauernd mit dem Ding in Gesicht rum! Es nicht aussteigen! Ja, aber ich doch nicht! Ich hab das doch nicht gemacht! Ich bin doch bitte mit meiner Blume da! Das kann ich auch nicht so schnell machen! Ich möchte gern aussteigen! Ja, Verdammt, jetzt bin ich nicht mehr rausgekommen! Das ist an und für sich ein ganz reizender Scherz, Herr Kollege. Meinen Sie nicht, Herr Dr. Claudio, dass das vielleicht eine kleine Verschwörung zusammenkommen. Ich meine, wir müssen auf diesem Punkt einfach weiter fortfahren. Denn ansonsten können wir keine konkreten... Wenn wir schon Kontakte herstellen, sollte man dies ganz besonders in der Schule tun. Hier ein komplexes Beispiel, wie man einen Lehrer auf liebevolle Weise verwirren kann. Das Beispiel ist natürlich beliebig variierbar.
und der Lehrer austauschbar. Der Fantasie der Schüler sind hier keine Grenzen gesetzt. Jenny, gib mir mal diesen Zettel. Das bringt doch jetzt nichts mehr. Wenn das Ergebnis überhaupt stimmt. So, wir machen weiter. Zuerst kommt es zum Austausch von Briefen, dann kommt es zum Austausch von Scherzärtlichkeiten, Küsse und am Ende fallen die Hüllen. Natürlich gibt es noch deutlichere Beispiele für den erzieherischen Streich. Wie bringt man seinen Klassenlehrer dazu, sich präzise und genau auszudrücken? Sehen Sie, dieser Streich funktioniert fast immer. Dreht euch bitte mal um. Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt euch umdrehen. Arbeitshefte heraus. Wir schreiben eine Inhaltsangabe. Stefan Andres, das Trockendock. Aber mit Gliederung. Außerdem werden Sie in meinem nächsten Beitrag das Wer leint, warum viel genauer noch erkennen können. Und die soziale Bedeutung werden Sie dadurch auch noch viel deutlicher sehen. Also, dass ich mit diesem Herrn Thesbattel hier nicht auf einer Linie liege, das ist ja wohl ganz klar. Aber wenn ich sehe, wie dieser Mann hier absolut ungeil niedergemacht wird, schnapsmäßig meine ich, das macht mich schon sehr betroffen. Allerdings, wenn ich inhaltlich dazu Stellung nehmen soll, wie der hier den Abbau natürlich gewachsener Autorität propagiert, was ja null Perspektive hat, dann macht mich das auch sehr betroffen. Und ich weiß überhaupt nicht, was mich betroffener macht. Auf jeden Fall bin ich so betroffen wie schon lange nicht mehr. Und ich nehme an, dass ich von allen hier bei weitem am betroffensten bin. Diese hochprozentige Verarschung ist doch unter allem Unsinn. Aber, lieber Thes, das ist doch ganz in deinem Sinn. Das ist doch direkt ein kontaktherstellender Streich. Lieber Lausi, wer jetzt streicht, wird später lackiert. Meine Damen, meine Herren, Spaß beiseite. Man erwartet Losungen von uns. Ja. Etwas mehr spaßbürgerlicher Ernst. Ja, etwas Erzieherisches. Hey, Spaßkeks. Ich hab da was für dich. Von wegen staatsbürgerlich, erzieherisch.
hallo. Guten Tag. Hier ist das Fundbüro der Stadt Bad Homburg. Ich wollte fragen, ob Sie Ihren Personalausweis verloren haben. Mein Personalausweis? Ich telefoniere doch mit Wegner. Ja. Ja, und Sie wohnen doch in der Luisenstraße 115. Ja. Ja, dann wären Sie doch mal so freundlich und schauen Sie bitte nach. Ja, Moment, Moment mal. Muss ich mal nachsehen. Jetzt rennt er durch die Wohnung. Mann, wenn das nicht klappt, dann probierst du mit dem Reisepass. Ja, genau. Ja, richtig. Ja, hallo? Ja, mein Ausweis ist aber da. Der steckt in der Jacke. In meiner Brieftasche, wie immer. Oh Mann, sind Sie hohl. Die kann man ja von oben bis unten verarschen. Wieso? Das nennen Sie staatsbürgerlich erzieherisch, Herr Kollege. Das ist leichtsinniger Missbrauch öffentlicher Telefonzellen. Also ich finde es tierisch gut, weil es so verwirrend ist. Glückwunsch, Kollege. Der erste destruktive Beitrag von Ihnen. Modern, aber der Umkipper fehlt. Sagen Sie das nicht, Kollege. Das kippt ganz schnell um in Telefonterror. Also allmählich nimmt die Quadratmeise dieser Hirnis aber echt lebensgefährliche Formen an. Ich meine, wer sich am Telefon vergreift, wer damit seine Scherze treibt, der klaut auch blinden Kindern die Wurst vom Brot. Das Telefon ist doch ein Mittel zur Kommunikation. Wie anders sollte man sonst Feuerwehr, Polizei oder gar die Auskunft erreichen? Vielleicht zu Fuß. Ja, aber dann kann es schon zu spät sein. Echt. Ja? Ach ja. Ja, darauf wäre ich ja nun überhaupt nicht gekommen. Bedanke mich sehr herzlich. Ja, schönen Dank. Also... Eben erreicht mich der Hinweis, dass Telefonstreiche sich ja sowieso nur bei Leuten lohnen, die auch wirklich ein Telefon haben. Ist es nicht positiv, wie sich gerade junge, kritische Zuschauer immer wieder intensiv in unsere Sendung einbringen? Was, Herr Kollege? Sie sind eindeutig unter die Gürtellinie. Bitte, Kollegen, bitte. Wir sind noch im Vorfeld. Wir müssen heute noch zu Kompromissen kommen. Herr Professor Thesbattel. Liebe Kollegen, lassen wir also diesen groben Unfug und wenden uns wieder mit Blick auf mehr Praxisbezogenheit der Schule zu. Ich habe noch ein Beispiel für den politisch-kritischen Streich in meinem Repertoire und bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Kabel. Etwas schwieriger, wenn wir die rationalen Zahlen nehmen. Die Frage ist, wie könnte man das jetzt darstellen? So rein aufzählen können wir das nicht, dafür gibt es zu viele rationale Zahlen. Wir müssen das also irgendwie anders uns ausdenken, die Lösung. Und dann gibt es die Möglichkeit, wir können es an einem Zahlenstrahl darstellen. Hat vielleicht jemand sonst eine Ahnung, wie man das machen könnte? Keine. Na, ihr wisst doch, wie ein Zahlenstrahl aussieht. Da trägt man die Zahlen ein, 0, 1, 2, 3... Und dann haben wir die Möglichkeit, anders als hier beim Aufzählen, dass auch alle Zahlen zwischen 0 und 1 bezeichnet werden können. Ich hoffe, ihr habt das jetzt alle verstanden. Wir wollen dann zu den Aufgaben übergehen. Hier eine Durchsage der Schulleitung. Die Klassen 8a, 8b, 8c haben sofort ihre Schulräume zu verlassen, wegen starken ungeziefer Befalls. Vielen Dank. Aber das ist doch ganz reizend. Na, Zerstörung von Schuleigentum. Da kommt uns der Staatsanwalt auf. Entschuldigung, hat jemand mein Slapstick gesehen? Pädagogische Streiche, kontaktherstellende Streiche, systemkritische Streiche. Alles Blödsinn.
Ich empfinde es auch als einen bösen Streich vom Fernsehen, dass es diesen Schwachsinn überhaupt ins Bild bringt. Ein Leichtsinn, sondergleichen. Was wir in dieser unserer Situation brauchen, sind nicht irgendwelche Humorfreaks, die die Menschen draußen im Lande von ihrer eigentlichen Aufgabe ablenken. Dieser gegen unsere Gesellschaft und gegen unsere Grundordnung gerichtete anarchische Denkansatz darf überhaupt keine Perspektive haben. Halt mal die Luft an, ja? Also, was ich voll cool finde, ja, das ist der Joke, bei dem was abgeht, ohne dass man gleich einen auf sozial macht. Aber Herr Kollege, ich bin doch völlig... Also, ich zeige euch jetzt mal ein paar Jokes, die wirklich Laune machen, ohne dass es gleich ein Malo war. Hör mal, was soll denn der Quatsch hier? Was wollt ihr überhaupt? Nur eine extra Breitplatte. Bitte schön. Die ist ja gar nicht extra breit. Schadenfreude, aber gleich eins drauf. Vielleicht ein Teufel. Zeitungstür. Kenne ich. Ist zwar eine ziemliche Maloche, bringt aber die totale Action. Endergebnis kommen. Die Öffentlichkeit wartet. Die Presse. Tja, also, meines Erachtens können wir uns eine Zusammenfassung dieser hirnrissigen Debatte zwischen diesen Zombies echt ersparen. Ich halte das für Restwitzbolde aus den 60er Jahren. Den wächst auch schon das Gras aus den Taschen. Streiche als solche haben wir sowohl gesellschaftspolitisch wie auch bildungspolitisch, aber auch humorpolitisch echt hinter uns mittlerweile. Und auch diese Scherze aus der Tube sind doch nun wirklich längst gegessen, nicht? Sowohl für die systemidiotische Feldforschung, Professor Battle, als auch für den basisdromierten Praktiker, aua, Herr Philipp Moritz und Frau Büchen, Frau Hanne Büchen. Es ist doch nicht nur kompromissfähig, es ist doch auch broschurfähig. Bitte sehr. Und deswegen, meine Damen und Herren, die Aufgabenstellung, die Verfremdung des Klassenraums, die Problemlösungsstrategien seitens der Lehrer und Schüler. Ja, liebe Leute, das wär's dann wohl. Ich denke, die Kultusministerien wären sehr gut beraten, wenn sie diesen ganzen Quatsch sehr schnell und total abblocken würden. Schließlich kostet das alles nur unser Geld allein, wenn man mal den Verwaltungsaufwand bedenkt. Das muss ja auch administrativ alles in den Griff bekommen werden. Da müssen fälschungssichere Streichformulare entwickelt werden. Da müssen
müssen Streichprüfungen durchgeführt werden, ähnlich wie beim Führerschein. Da muss eine Streichsünderkartei geführt werden. Da sollte man sich auch eine rechtzeitige Einschränkung des Streichrechts überlegen. Schließlich muss vorbereitet werden eine allgemeine Anmeldepflicht für das Streichwesen. Man könnte es natürlich auch ganz anders machen. Man könnte natürlich sogenannte Streichleistungskurse in der Schule einführen. Die müssten dann zensiert werden. Und das würde natürlich auch zukunftsmäßig etwas bringen. Mein Gott, was sind das bloß für lächerliche Methoden von gestern? Die kann man sich ja nun echt in die Haare schmieren. Ich meine, nun haben wir einen Versicherungsfall und juristisch sieht es so aus. Sachbeschädigung, Körperverletzung und Beleidigung. Mit mir könnte man das nicht machen. Da würde bei mir der Spaß aufhören, humormäßig. Echt. Thank you.